Hallo, ich möchte in diesem kurzen Video zeigen, wie man die Lager eines MK3638, bevor man sie auswechselt, kurz testen kann, ob sie noch okay sind oder nicht. Man steckt die Glocke und den Körper zusammen und versucht das nicht zu tief und nicht zu wenig tief, sonst hoppla, ja, fällt es ab oder es schnappt eben wieder über die Magnete. Die Glocke drehen und in der linken Hand fühlt man extrem gut, ob das Lager kratzt oder nicht kratzt, noch in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Man ist sehr, sehr sensibel, erstaunlicherweise. Man fühlt das außerordentlich gut. Für Linkshänder natürlich umgekehrt. Dann auch noch die andere Seite testen, genau die gleiche Prozedur. Schauen, ob das kratzt oder nicht. Man fühlt es wirklich sehr gut. Jetzt kann man entweder nur das defekte Lager ersetzen oder eben beide. Ich bevorzuge den Ersatz beider Lager gleichzeitig, wenn der Motor schon mal demontiert ist. Nochmal zur Erinnerung, der Sägerring, der Spreizring wurde mit Scotch auf die Glocke geklebt, damit man ihn nicht verliert, wenn man nicht gerade viele Ersatzteile zur Hand hat. Weitere Videos zum Lagerersatz und Tausch werden folgen. Schönen Dank.